Und das Zweite ist, Sie haben den Bundeskanzler in der Person als Lügner bezeichnet. Auch das ist ein Angriff. Es ist ein Angriff auf die Person und auch dafür erteile ich Ihnen eine Rüge. Das diskutiere ich jetzt mit Ihnen nicht, sondern das ist hiermit noch mal festgehalten. Und jetzt rufe ich den nächsten Redner auf. Wir haben keine Impfpflicht und wollen sie auch nicht einführen. Ich finde, es wäre falsch, wenn jetzt eine Debatte beginnt über Impfpflichten und Ähnliches. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin und ich bleibe dabei. Sie haben den Bundeskanzler in der Person als Lügner bezeichnet. Also erstens bin ich gegen eine Impfpflicht. Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin und ich bleibe dabei. Als Lügner bezeichnet. Bin ich gegen eine Impfpflicht? Ich habe die ganze Zeit gesagt, dass ich für eine Impfpflicht bin. Als Lügner bezeichnet.